Hallöchen meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute wird mal kein Set aufgebaut. Heute zeige ich euch, was wir bestellt haben. Wie ihr wisst, leben wir ja in der Türkei und Online-Shopping ist auch hier möglich. Und auch hier gab es Prime Days und dementsprechend super Angebotspreise. Und da haben wir natürlich zugeschlagen. Damit ihr wisst, welche Videos wir so in den nächsten Wochen für euch drehen, zeige ich euch jetzt schon mal, was wir gekauft haben. Fangen wir an mit zwei alten Bekannten, die uns einfach so unfassbar überzeugt haben, dass wir sie nochmal gekauft haben und nochmal bessere Videos damit drehen möchten. Die zwei hier waren mit die ersten Videos, die ich jemals für euch gedreht habe, wo ich das Schneiden noch gelernt habe. Und da ich über die Wochen einiges an Erfahrung gesammelt habe und die Sets wirklich hammermäßig cool sind, möchte ich die nochmal neu für euch machen. Also noch ein weiteres Tierrettungsfahrzeug. Dieses Mal darf natürlich Finn bei den Gemüselieferwagen aufbauen. Mal schauen, wie er den Aufbau findet und ob er Spaß dran hat. Und ich freue mich vor allem auf die weiteren Beete, da ich gerade selber an einem Bauernhof mit Gemüsebeet und so arbeite, freue ich mich noch weitere Beete dazu zu bekommen. Da ich das Video unter nicht so guten Bedingungen gedreht habe, versuche ich das nochmal in deutlich besserer Qualität für euch aufzunehmen. So sieht er aus. Die zwei kennt ihr schon. Die zwei haben wir uns jetzt auch noch geholt, weil wenn die Tierrettungsmission schon so cool ist, dann hoffe ich, dass es sowohl im Weltraum als auch mit Polizeithema mindestens genauso cool ist. Und da bin ich schon richtig gespannt drauf, was dabei rauskommt und ob Finn mal da genauso Feuer fängt. Oder ob das dann plötzlich total langweilig ist, weil nicht genug Tiere dabei sind. Aber zumindest ein Polizeihund ist auch dabei. Sticker gibt es ja nicht bei den Missionen. Dementsprechend bin ich schon total gespannt und freue mich darauf, wenn Finma das für euch aufbaut. Dann hat Finma sich noch selber einen Wunsch erfüllt. Er hat zu Ostern von der Familie Geld geschenkt bekommen und hat sich diesen Mobilkran gewünscht. Ich habe eigentlich erst gesagt, nee, Kräne, du weißt doch, die Winde und die Seile und das rutscht immer alles ab, ist nicht so cool. Habe mir dann aber die Anleitung genau angeguckt und die Teile genau angeschaut. Und auch von einigen YouTubern, die das schon aufgebaut haben und habe festgestellt, dass das hier eine richtige Strippe ist. Nicht nur so ein loser Faden. Und habe gesagt, okay, gut, wenn du das von deinem Geld kaufen möchtest, dann mach das. Er findet natürlich diese riesigen Räder und die Stützen super cool. Und natürlich nehme ich das wieder für euch auf, wenn er das aufbaut und den ersten Spieletest damit macht. Ich bin gespannt, aber der sieht schon ziemlich cool aus. Bisschen kann ich es ja verstehen, dass er den gern haben wollte. Bei dem Schätzchen hier, ich habe es mir, glaube ich, 5 oder 10 Mal verkniffen, ihn zu bestellen. Ich habe gesagt, nein, der ist doch recht teuer und was weiß ich was. UVP liegt in Deutschland bei 60 Euro. Ich habe ihn jetzt, glaube ich, für 38 Euro etwa bekommen. Ich sag euch, warum ich ihn geholt habe. Also der ist ja für einen Supermarkt relativ kleines. Darüber haben schon viele geredet. Ich finde ihn aber trotzdem richtig cool. Wir haben hier einen Menschen mit Beinprothese, gehört ganz normal zum Leben dazu. Wir haben einen Einkaufswagen, Kinder sind immer gut. Ich finde dieses Kostüm hier auch richtig lustig. Die Supermarktschürze, sehr professionell. Thematisch passt er einfach super zum Gemüselieferwagen und auch zum Bauernhof und Hühnerstall, die wir zu Hause haben. Das ist ja ein großes Thema. Ich bin mir sicher, dass diese Warenannahme hier hinten, dieses Förderband, dass das einen riesigen Spielspaß bietet. Klar, Kasse Fischtheke, ganz normal. Ein paar bedruckte Sachen, um Saft und Milch anzudeuten. Und dann haben wir hier hinten ja noch den Pfandflaschenautomat. Und ich bin mir sicher, dass Finma da richtig viel Freude dran hat. Vielleicht baue ich den mit Finma gemeinsam auf, dass er vielleicht die Fahrzeuge aufbaut. Und ich den Supermarkt oder das... wir uns das irgendwie aufteilen. Ich weiß nicht genau, ich glaube, hier waren nur 2 Anleitungshefte dabei und die Fahrzeuge gehen wahrscheinlich recht schnell. Mal schauen.
Vielleicht machen wir das mal zu zweit für euch. Und dann ist Finnmar natürlich auch totaler Lego-Minecraft-Fan. Okay, er ist grundsätzlich Minecraft-Fan, also er spielt das Spiel auch gerne. Und da hat er sich den Fuchsbau gewünscht. Mit einem weißen Fuchs und zwei braunen Füchsen. Ich finde ja die Tiere cool bei Minecraft. Es sind natürlich keine Sticker dabei oder irgendwas. Das mag ich daran sehr gerne. Sehr niedlich. Die Figur finde ich auch ziemlich cool. Und dann haben wir noch den Panda-Kindergarten geholt. Die fand ich auch so niedlich. Da ist noch ein Ozelot da oben. Hier habe ich überlegt, weil tatsächlich recht wenig Bausteine drin sind. Aber die Pandas sind cool. Und Minecraft ist so modular, da kann er einfach sich aus allem, was er hat, eine ganze Welt dann mittlerweile zusammenstecken. Noch klein, aber immerhin. Und das war's dann auch schon wieder von uns für heute mit dem Video. Ihr habt gesehen, was wir alles bestellt haben. Wir freuen uns riesig auf den Aufbau. Da wir aber noch im Hotel sind und die Kulisse hier nicht so schön ist und die Videoqualität vom letzten Video mir nicht so gut gefallen hat, nehmen wir das alles erst zu Hause für euch auf. Und dann wisst ihr, jeden Freitag und Sonntag kommt ein neues Set-Video raus. Stellen wir euch was Neues vor. Finnmar baut auf und spielt und testet auf Herz und Nieren. Ich gebe mein Elternfazit dazu ab. Und wir haben wieder viele schöne neue Sachen. Wenn ihr keines der Videos verpassen wollt, dann könnt ihr gerne kostenlos den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ein neues Video von uns online geht. Und ich hoffe, ihr freut euch ein bisschen darauf. Wir freuen uns riesig. Finnmar weiß natürlich nicht, was wir gekauft haben, außer den Mobilkran, weil den hat er selber bezahlt. Ansonsten hat Finnmar keine Ahnung und darf dieses Video auch noch nicht sehen. Und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.